Wenn mich die Bilder nicht täuschen, dann sehe ich vor mir, ja, Johann Gerhard Lischka, ja, der das Subjekt unseres heutigen Gesprächs ist. Und umgekehrt sieht Gerhard Johann Lischka, wenn die Bilder nicht täuschen, mit der Weibel, der Vorstand des ZMs. Ja, und wir beide befinden sich in der von mir sogenannten und geliebten Ferngesellschaft. Denn wären wir in der Nahgesellschaft, ja, dann müssten wir ja diese Maske tragen. Ja. Aber in der Ferngesellschaft, wo wir nur kommunizieren mit Signalen, mit Daten, gewissermaßen, weil ja eben die Botschaft sich von dem Boten getrennt hat, die Botschaft reist alleine, ohne einen körperlichen Boten, können wir heute zwischen Bern und Karlsruhe gut kommunizieren. Und in diesem Sinne würde ich zuerst einmal das Gespräch lenken auf den Anlass dieses Gesprächs, nämlich deine Ausstellung mit dem Titel Mindart im ZKM, kuratiert von Clara Runge und mir. Und die hat auch den Untertitel Assoziationen. Ne? Und bevor ich selbst erzähle, wie ich diesen Titel Mindart empfinde, ja, würde ich dich fragen, wieso kommst du auf den Begriff Assoziationen? Und wie würdest du den Begriff Mindart definieren? Ich selbst habe meine eigene Definition und ich komme dann später zurück. Also ich habe dich nicht ganz exakt verstanden, glaube ich. Du meinst, wie ich auf den Begriff Mindart komme. Ja, Es und ist im Assoziationen, ne? ja, Assoziationen. Also es ist im Grunde genommen ganz einfach, denn vor einigen Jahren, nämlich 2014, hast du mir die Chance gegeben, im ZKM mein Archiv zu zeigen. Also ihr habt das dann nachher sehr schön ausgebreitet. Und das hat etwa the range, also den Bogen meines Interesses oder meiner Interessen ausgezeichnet gezeigt, fand ich. Und weil wir nicht sicher waren, ob wir den deutschen Titel nur nehmen sollen, nämlich geistesgegenwärtig, wobei E ist und nicht Ä, also die Geistesgegenwart setzen wir ja voraus, aber der kleine Bruch, der im Schreiben von Ä zu E passiert, ist genau das, um was es mir geht, nämlich ein Hiatus, der uns zum Denken bringt, der auch absolut da ist in den Medien überall. Es ist immer ein Bruch oder eine Grenze, die zu verfließen hat, dass wir uns beide verstehen. Somit ist also Mindart die Übersetzung von geistesgegenwärtig gewesen. Da hast du sogar noch mitgeholfen mit Present Mind. Also ich sagte Present. Present heißt ab interessanterweise auch noch ein Geschenk auf Englisch. Es ist das Geschenk des geistesgegenwärtigen Denkens und das ist Mindart. Also im Kopf passiert ja, ob wir etwas als Kunst sehen oder nicht. Wir müssen auch lernen, etwas als Kunst zu sehen, denn automatisch versteht man nicht, weshalb etwas Kunst sein soll. Also ist Mindart eigentlich der normale Bogen, den wir spannen müssen, um miteinander in Beziehung zu kommen, damit eine Beziehung spannend wird. Und dann ist es auch ein Überbegriff zur Kunst. Also Present Mind hat sich entwickelt, also das Zeigen eines Archivs zu einer Ausstellung, die eben Assoziation heißt, weil wir alle bei jedem Wort x Assoziationen haben können und dann diejenigen verfolgen, die wir gelernt haben zu verstehen. Gut, das heißt, deine Ausführungen treffen genau das zu, ja, was ich gerne noch mal vertiefen möchte, deine Gedanken, deinen Begriff. Kant, einer der Begründer der ästhetischen Theorie, hat ja zwischen dem Naturschönen und dem Kunstschönen unterschieden, mit der folgenden Definition. Das Naturschöne ist eine Vorstellung von einem schönen Ding. Also es geht um Vorstellungen, genau was du vorhin gesagt hast, und das, was sich im Kopf ereignet, wenn wir Dinge sehen. Dann hat er gesagt, aber das Kunstschöne unterscheidet sich von Naturschönen und hat eine Verschiebung gemacht. Er hat das Wort schön verschoben von dem Ding auf die Vorstellung. Er hat mir dann gesagt,
Kunstschöne ist eine schöne Vorstellung von einem Ding. Ja? Also der Naturschönen sind es schöne Gegenstände, in der Kunstschöne schöne Vorstellungen. Er hat aber gleich gesehen, da ist ein Problem. Es gibt auch so viele hässliche, ekelhafte Dinge wie Krieg und Gewalt und Grausamkeit und Terror. Ja? Das hat er gesagt, das darf die Kunst nicht darstellen. Also er hat definiert die Kunst als ein Darstellungs- und Vorstellungsproblem. Ja? Und dieser gibt es in der Kunst in mehrere Möglichkeiten. Die einen gleichen sich an sich, die verwechseln immer noch heutzutage das Naturschöne mit der Kunstschöne. Sie bilden die Natur oder die Gegenstandswelt ab. Einmal hässlich, einmal schön, sozusagen. Das ist die klassische Kunst. Die Mimesis, die Abbildung der Maler. Man macht sich ein Bild von der Welt. Dann haben die nächste Stufe, war schon ein bisschen höher, die haben gesagt, deswegen, weil es höher ist, nennen wir es auch abstrakter. Wir haben Mittel der Darstellung, ja, wie man ein Bild macht oder wie man einen Text macht. Ja. Diese Mittel haben eigene Regeln. Das sind die Beginn dessen, was du da später genannt hast, Mediatisierung. Man hat reflektiert, mit welchen Medien, mit welchen Mitteln, mit welchen Werkzeugen stelle ich die Gegenstandswelt dar, der Natur. Aber gesagt, okay, ich bilde es nicht mehr ab, die Außenwelt, die Gegenstandswelt, sondern ich bilde ab die Mittel, die Darstellungsmittel. Also es geht mir nicht um die Darstellung der Welt, sondern es geht um die Darstellung der Darstellungsmittel. Also Farbe als Farbe, Linie als Linie und Fläche als Fläche. Das war die sogenannte abstrakte Kunst. Und nun kommt eine neue Generation, zu der du gehörst, die Pioniere, die sagen, wir beschäftigen sich tatsächlich mit den Vorstellungen. Ne? Was geschieht im Kopf mit den Vorstellungen? Man hat im Englischen dafür gefunden, es gibt auch den Wort Begriff, man spricht dann der Concept Art. Ne? Nur die Engländer haben in der Tat sich gerne mit Vorstellungen, die Amerikaner sich gerne mit Vorstellungen beschäftigt, sondern mit Sprache. Ne? Darum heißt auch die englische Gruppe Art and Language. Ja? Oder Kossuth hat gesagt, okay, es gibt einen Satz von Wittgenstein, 1921 vom Tractatus Logica Philosophicus, der heißt, der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit. Dann macht er dann den Lexikonsatz vor dem Sessel, dann zeigt er das Foto von dem Sessel und einen realen Sessel. Ne? Er illustriert praktisch eine Satzphilosophie von Wittgenstein. Das heißt, die Concept Art von Amerika ist im Grunde nur eine Sprachphilosophie, ist nicht gegangen auf die Stufe höher, wie entstehen Vorstellungen, wie entstehen Assoziationen, was ist die Funktion von Zahlen. Obwohl der Erfinder des Begriffs 1963 Henry Flint tatsächlich gesagt hat, Konzeptart ist alle Kunst ist beschäftigt mit Zahlen, mit Worten, aber auch nicht gesagt mit Ideen, mit Konzepten. Zuluth hat gesprochen später von Dierart. Aber was Willigkeit gemacht hat, war ja nur ornamentale Kunst, schöne Wandmalereien. Ne? Also im Grunde sind dann die meisten Kunstkünstler herabgesunken zu dem Gegenteil, was sie vorher behauptet haben, nämlich zur Darstellung von schönen Dingen oder von schönen Darstellungen von Dingen. Und jetzt kommt der Punkt. Du warst praktisch mit deinen Assoziationen, mit deinen Bildsammlungen, mit deinen Textsammlungen, mit deinen assoziativen Verknüpfungen, mit deinen Wortspielen, mit deinen logischen Durchdenkungen von Zusammenhängen, tatsächlich die Vorstellungen selber, wie erzeugt das Gehirn Vorstellungen, sei es in Bildform, sei es in Textform. Weil Bilder und Texte sind ja nur Kodierungen, Materialisationen. Das heißt, Gedanken werden dann verbal kodiert, Gedanken werden visuell kodiert. Aber du lässt sozusagen, du machst diese Kodierung selbst der Gegenstand der Kunst. Dadurch finde ich den Begriff, meint er sehr richtig. Unser Kollege Balzerbruck, der eine ähnliche Position einnimmt wie du oder wie ich und andere, spricht daher von theoretischer Kunst. Also es geht darum, die Kunst sogar aus der Forschungswelt zu erhöhen und in die Begriffswelt, in die Geisteswelt, in die Theoriewelt hineinzubringen. Deswegen bist du auch nicht nur ein normaler Schriftsteller, ein normaler Dichter oder ein normaler Künstler, sondern bist das, was ich nenne, öffentlicher Intellektueller. Und das würde ich gerne mit dir besprechen, wie du selbst deine Rolle siehst als öffentlicher Teller und wie sich deine Rolle in den letzten, sagen wir mal, fast 50 Jahren verändert hat. Zunächst einmal hast du Wittgenstein erwähnt und der hat ja die berühmten Sprachspiele genannt, oder? Und ich denke, wir sind heute nicht mehr in den Sprachspielen drin, sondern in den Medienspielen. Das heißt, die Sprache hat sich erweitert zu Nullen und Einsen, zu Algorithmen. Sie hat sich zum allgemeinsten Code rund um die Welt, um alles zu vermitteln und darstellen zu können, verändert. Und somit sind wir eigentlich im Stadium
im Video- und Monitorstadium. Und vor allem sind wir auch in einem Bereich, wo wir gar nicht mehr so sicher wissen, ist das wirklich geschehen oder ist es nur vorgestellt. Und das hat begonnen mit dem sogenannten Spiegelneuronen, einer Entdeckung, dass wenn man einmal etwas gesehen hat und weiß, wie das ist, dass man es nicht mehr tun muss. Das heißt, wenn man einmal einen Mord gesehen hat, muss man selber nicht auch morden, etc. Wir wissen in unseren Gedanken ganz genau, was gut und schlecht ist. Und somit muss sich die Kunst auch lösen vom Geniebegriff und von der Materialität, wie sie zum Beispiel noch Harald Seemann, das ist auch ein alter Freund von uns, noch verfolgt hat, nämlich mit der Obsession, mit Schizokunst und alles, was er eröffnet hat, war ja wunderbar. Aber es war zugleich auch ein letztes Aufatmen der Materialität und der Materialitäten der Kunst. Und das ist passiert nämlich, dass eine Dematerialisierung beginnt, auch mit der Konzeptart. Die hatten noch immer ein Konzept gemacht. Also zum Beispiel Markus Rätz, der kürzlich gestorben ist, der hat noch einen Berggipfel gemacht, von mir aus das Matterhorn oder irgend sowas, und danach vergoldet. Und dann war das Konzeptkunst. Man hat also noch gesagt, schau mal, du nimmst jetzt einen Berg, vergoldest den, und danach ist die Konzeptkunst erfüllt. Ich denke, wir müssen kein Konzept mehr haben, oder ich möchte kein Konzept in dem Sinn mehr haben, sondern ich möchte den Gedanken, wie er ausgedrückt ist, schon auf Fotos etc. so weit treiben, dass ich auf dem Foto wiederum einsteigen kann auf immaterieller, gedanklicher Ebene. Und das ist dann eben Mind Art. Die Mind Art kann alles mit allem verbinden. Und dieser Wunsch ist natürlich nie erfüllbar, weil alles immer an die Grenze zu mehr stößt. Und das war ja auch ein berühmter Spruch für die Postmoderne, die in dieser Hinsicht auch ein Mind-Opener war, nämlich Anything Goes. Brock, den du vorher erwähnt hast, der hat ja gesagt, alles geht, wenn es geht. Und ich meinte natürlich mit der Ausstellung, die du auch erwähnt hast, alles und noch viel mehr. Wir sind immer im Alles gefangen, aber wir möchten mehr. Wir sind also in einem Paradox drin. Und das Paradox ist natürlich auch Mind-Art. Ich denke, dass Kunst der Kunst ist Mind-Art. Das hat begonnen eigentlich mit Wassily Kandinsky, der im selben Verlag seine Schrift über das Geistige der Kunst veröffentlicht hat, mit dem Verlag, mit dem ich nachher 3 Jahrzehnte lang gearbeitet habe. Dort ist diese Schrift nämlich herausgekommen. Und ich denke, es ist immer noch eine zentrale Schrift, damit wir begreifen, dass wir innerhalb der Kunst uns mit der Kunst beschäftigen müssen und zum Beispiel nicht mit der Politik. Und das Zentrum über das Geistige in der Kunst ist nichts anderes als das große Reale und das große Abstrakte. Also mit den Spiegelneuronen können wir das Reale sehen und können abstrahieren. Wir müssen jemanden nicht umbringen, wenn wir ihn umbringen möchten. Das ist falsch gehandelt. Ich möchte das gleich erweitern, bevor wir nochmal auf die andere Frage kommen, der öffentliche Intellektuelle. Einer der Begriffe, den du immer wieder verwendest, ist der Denkstoff. Ja? Und die meisten Leute denken bei Stoff an Materie. Ja? Und bei Denken denken sie immer an immaterielle Vorgänge, ja? Wie im Begreifen, Begriff, Vorstellung, Assoziation und so weiter. Ne? Und diese Verknüpfung, ja, dass du sagst, das Denken hat das Stoffliche und das Stoffliche ist auch schon ein Denkvorgang. Ne? Finde ich interessant, weil wir sprechen heute sogar von der intelligenten Materie. Also diese Dualismen, die wir bisher in 500 Jahren gepflegt haben. Ne? Dass wir sagen, hier ist das Organische, das ist das Anorganische, hier ist das Stoffliche, hier ist das Abstrakte, das Nichtstoffliche. Ja? Diese Grenzen lösen sich auf. Und ich glaube, du hast in deinen Poetiken, in deinen Denksystemen mitgearbeitet, ja, eben sowohl das Greifen, ja, bei dem Wort Begreifen, ja, und bei dem Wort Begriff, ja,
das Ganze den Horizont zu erweitern, wie auch das Stoffliche zu erweitern, das Geistige, und das Geistige zu erweitern durch das Stoffliche. Ne? Dadurch finde ich eben den Begriff Denkstoffe, ja, den du verwendest, sehr interessant. Vielleicht möchtest du aber Sachen noch dazu erläutern, was er für dich bedeutet, Denkstoff. Dazu kann ich ein schönes Beispiel bringen. Ich habe unserem Freund Thomas Feuerstein mal einen Text geschrieben. Er wollte ihn für einen Katalog. Dann habe ich gesagt, ich will nicht über dich schreiben, sondern ich schreibe über das, was mich beschäftigt, parallel zu dem, was dich beschäftigt, auf eine ganz andere Art und Weise. Und dann hat er den Text, der Denkstoff heißt, hat er mit einem Chemiker so verflüssigt, verkleinert und so weiter, dass der ganze Text, also alle Buchstaben, zu einer neuen Substanz gefunden haben. Und das ist in einer kleinen Phiole drin. Und das ist genau der Text, den es ergab, nach so und so vielen notwendigen Schritten, um die Stofflichkeit zu bewahren, aber sie in einer ganz anderen Form erscheinen zu lassen. Und das ist meines Erachtens auch die Sache mit dem Denkstoff. Wir sagen doch, also Stoff, Süßigkeit oder und x verschiedene Stoffe oder wenn jemand Drogen nimmt, er hat zu viel Stoff gehabt und so weiter. Oder? Das heißt also, diese Verschiebungen des Denkens, das ist das Zentrum von allem überhaupt in der Welt, wie wir uns jetzt nicht vorstellen können, dass ein Virus tot ist und lebendig. Aber um zu leben, muss der tote Virus ja wiederum selber lebendig werden. Und das kann er nur im Lebendigen. Genau das ist der Trick. Das heißt, es gibt keine Grenze, die aufhalten könnte. Und es ist schon so, dass in der Systemtheorie, auch zum Beispiel von Niklas Luhmann, es so ist, dass immer an den Rändern etwas sich verändert. Also es gibt immer einen Zutritt zu etwas. Und das Interessante war bei Alles und noch viel mehr, da haben viele Leute gesagt, ja, das ist ja keine Kunst. Dann sagte ich, ich war in einer Situation in x Städten, zum Beispiel auch in Wien, wo mich wiederum befreundete Leute, die Künstler waren oder Poeten oder Musiker, die dort wiederum in einer Szene drin sind. Und ich denke, letztlich ist die Kunst immer die Szene, eine Szene, in der man begreift, dass es einen Text gibt, dass es Töne gibt, dass es Farben gibt. Und das ist dann der möglichst offenste Begriff von Stoff und nicht mehr Material. Stoff im Sinne von Mindart, also von Mind. Und alle Bücher, die ich gelesen habe von Neurologen, hatten ein Problem, und das ist, wo ist die Seele und wo sitzt auf den Neuronen der Gedanke? Und das hat bis jetzt Gott sei Dank noch niemand gelöst. Und so kann man auch sagen, werden wir hoffentlich nie die Hundesprache übersetzen können oder die Krähensprache. Krähen können schließlich 33.000 Verstecke sich merken, und die finden und wissen sogar, welche andere Krähen ihnen beim Verstecken zugeguckt hat. Aber die Krähen haben ein anderes Gehirn, ein Knäuel, nicht wie wir Oberflächen, die sich touchieren. Das heißt, wir können nie so denken wie die Krähen, aber auf ihre Art denken die Krähen natürlich brillant. Und ich denke, der Mensch kann halt so weit denken, als er fähig ist, seine eigenen Gedanken mit sich selber so zu drehen und aufzunehmen, die fremden Gedanken, dass ich sagen muss, eigentlich bestehe ich nur aus den anderen. Nämlich aus der Sprache, die ich von der Mutter habe, das heißt der Muttersprache. Wir brauchen so lange, bis wir überhaupt sprechen können, nämlich 2 Jahre etwa, bis wir wissen, was wir sagen, und dann 7, bis wir am Punkt der Abstraktion angekommen sind. Eigentlich im Mittelalter sind die Kinder als große Erwachsene dargestellt, die etwa 7-jährig sind, was sehr komisch ist, ja, weil sie alles verstehen können. Und jetzt ist die Mindart natürlich dasselbe. Sie ist eine Art Abstraktion, wie wir abstrahieren lernen müssen, damit wir verstehen, warum etwas Kunst ist. Und so kann heute jeder Künstler sagen, der findet, er sei Künstler, das ist Kunst. Das ist mir vollkommen egal, der hat Recht für sich, aber vielleicht nicht für mich, weil ich gelernt habe, im Feld von
Hunderten, Tausenden anderer, die mich selber konstituieren, so wie sie dich konstituieren, damit man überhaupt also von sich reden kann, ist man zunächst mal ein tausendfacher anderer. Somit ist natürlich eine Identitätsdiskussion, wie sie im Moment zwischen links und rechts oder weiß ich wem geführt wird, total absurd, weil es gar keine Identität gibt. Weil wir uns darauf einigen, wir Gedanken, dass jemand dasselbe tut, was er vorher getan hat. Das wäre dann identisch. Voilà. Mindset ist ja nur einer von vielen Begriffen, die du eingeführt hast. Ich erinnere an Superästhetik, an Wildästhetik. Sind diese Begriffsschöpfungen, die du im Laufe der Jahrzehnte gemacht hast, ein ähnlicher Vorgang wie in der Kunst? Bei der Kunst spricht man seit den 60er Jahren, so ist der Titel des Buches unseres Freundes Jürgen Klaus, Expansion der Künste. Ja? Und versucht es auch du mit einer Art Expansion der Ästhetik, ja? Indem du sprichst, es gibt Superästhetik, es gibt Wildästhetik, diese Expansion der Künste einen theoretischen, begrifflichen Rahmenunterstützung zu geben. Genau, ich denke, Ästhetik, das ist eine alte Definition, die wird sich immer halten, ist so viel wie sinnliche Wahrnehmung und Erkenntnis. Und die Ästhetik umfasst alles. Sie umfasst auch die Philosophie natürlich. Es kommt immer darauf an, was man sagt, was ist ein Überbegriff und was ist ein Unterbegriff. Aber mich hat beeindruckt, weil mit Andy Warhol doch eine Art andere Wahrnehmung plötzlich Mode wurde, nämlich nicht die Natur, sondern das bereits Gedruckte und Gemachte und so weiter, also das Künstliche insofern. Und mit ihm hat ja ein Begriff plötzlich Mode gehabt, nämlich Superstar. Und ich hatte zweimal die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Er war ja wirklich ein ganz seltsames Neutrum, also ganz positiv gesehen. Ein Ace-Mensch fast, gell? Der alles durch sich hindurch wirken ließ und erst wieder praktisch auf eine andere Art wieder herausgedrückt hat, sich ausgedrückt hat. Auf jeden Fall habe ich ihn zum ersten Mal, als ich ihn sah, das war 1973, kam er mit seinem Dackel. Und danach, bereits bevor ich etwas fragen konnte, sagte er, ask my dog, he can bark. Also der kann bellen, gell? Und da war ich schon ziemlich also geschockt und konnte eigentlich gar nicht mehr mit ihm reden. Also es war ein irrsinnig guter Trick, weil er also gesagt hat, es gibt etwas Unerklärliches und Akzeptiertes. Er akzeptiert das. Das zweite Mal hatte ich mehr Glück und das war auch viel relaxer dann. Und da war er zusammen mit Truman Capote. Die waren ja sehr befreundet. Wir waren auch eben im Studio 54 und all das, was damals um ihn passierte, war ja eine große Szene, die sich weltberühmt machen konnte, wie es nur wenige Szenen gab, auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten. Und dann frage ich ihn auch, ja, was meinen Sie eigentlich mit dem Begriff Superästhetik? Weil ich den natürlich abgeleitet habe von Super, Benzin und so weiter, also vom Alltäglichsten her. Immer muss alles super sein. Es ärgert einem schon, es kann nichts mehr normal sein. Gell? Und da sagt er, well, er hat es eigentlich umgedreht. Super ist, well, it's all the people which are here with me. This is a super, they are superstars. Das heißt, er hat einfach die Vorstellung des Superstars, Marilyn Monroe, Elvis Presley, wie die alle so hießen, gell? Hat er einfach vernormalisiert. Und somit kam ich auch auf den Begriff der wilden Ästhetik, weil wenn ich schon sage, Ästhetik ist das Allumfassende, dann habe ich einen Endpunkt. Ich meine, ein Eurofighter sieht wahnsinnig toll aus und ein Stealth-Bomber auch. Und er ist das hässlichste Instrument, das man haben kann als Tötungsmaschine. Und andererseits ist sogenannte Schizokunst, wie wir ja einmal zusammen im Künstlerhaus waren in der Nähe von Wien und da standen all diese Schizophrenen, diese psychisch gestörten, wahnsinnig sympathischen Leute, die haben da gepinselt und gestrichen und der eine hat sich noch also die Zelle in Anführungszeichen angemalt, wie eben Wölfli, der berühmteste von denen. Ich würde nie sagen, das ist Kunst, man nennt das Schizokunst, sondern das ist psychische Bedrängnis
auf wahnsinnig emotionale und starke Art ausgedrückt, wie sie ein Maler nicht malen kann. Das heißt, wir sind schon vom Geist gefiltert in der Geistesebene der Mindart und sind eben nicht psychisch bedrängt. Und wir können auch nicht so wild malen, dass es wirklich wild ist. Also das ist ein bisschen der Versuch, meine Vorstellung von Ästhetik zu erweitern, so wie man eigentlich alle Begriffe erweitern muss, dass sie sich assoziieren lassen. Und im Grunde ist das eine Befreiungstheorie, die ohne Politik auskommt, weil die Politik ist schon von vornherein immer Zwang, in der Polis, in der Stadt zu sein. Obwohl, wir können hier ja auch nur reden, weil es sich die Politik darum gekümmert hat, dass wir in Quarantäne bleiben. Aber letzten Endes gibt es einen, sagen wir, Bodensatz an Oberflächlichkeit und an Oberfläche, auf dem sich alles verschieben lässt. Und je mehr wir verschieben können, ich denke, umso glücklicher sind wir, weil wir die Dinge in Zusammenhang bringen können mit unseren Ideen, eben via der Spiegelneuronen, die ich eigentlich dann lieber Medienneuronen nennen würde. Aber das ist ja von Wissenschaftlern erstellt, der Begriff, und somit verständlich. Die müssen auch ein altes Bild bringen. Oder wie Lacan noch vom Spiegelstadium spricht, und das wird mir nicht mehr in den Sinn kommen. Heute ist jeder auf Monitor, wir sind im Monitorstadium. Und deshalb gibt es auch keine Performance ohne ein Videogerät. Denn wenn die Performance stattgefunden hat, ohne Videoaufzeichnung, oder, hat sie nicht stattgefunden. Und das begreifen die Leute meistens auch. Die meinen immer, das Natürliche sei der Körper. Nein, der Körper ist eine Zuschreibung. Es gibt ja von Berkeley eine grammatische Körper. Genau. Es gibt ja von Berkeley der berühmte Satz, es ist Percebi, ja? Sein ist Wahrnehmung, im Wahrnehmung ist im Meister, es ist die Ästhetik. Und du hast vollkommen recht, wir leben heute tatsächlich im reinen Monitorstadium, also Bildschirmstadium, weil durch diese ganzen sozialen Medien setze ich ja die Erkenntnis durch, nur wenn ich wahrgenommen werde, existiere ich. Das heißt, du musst es umdrehen, nicht es ist Percebi, sondern Percebi ist esse, weil ich wahrgenommen werde, weil ich monitorisiert werde, habe ich ja Nachweis, dass ich existiere. Und bevor man es dir nicht wahrgenommen wird, für irgendjemand existiert nicht. Also gibt es tiefe Zusammenhänge. Und da sind wir genau in dem Gebiet eben. Das Monitorstadium ist ja Teil deiner Medientheorie. Und du hast in der Medientheorie Ähnliches gemacht wie mit dem Begriff Ästhetik. Du hast nämlich gesprochen von Remedien und von Transmedien. Und ich glaube, diese Begriffserweiterung hat damit zu tun, dass du nachgedacht hast über den Begriff Produktion und Rezeption. Und in Rezeption, also aufnehmen, empfangen, steht in der Re. Du hast dadurch nachgedacht, was machen die Medien wirklich? Was ist Transmedium und was ist Remedien? Ja, zunächst einmal bin ich in der glücklichen Lage, Französisch gelernt zu haben, weil ich von Bregenz nach Bern kam. Und da sind schon Straßen, haben auch Französisch, je nachdem. Und kam dadurch drauf, als die ganze Diskussion um den Begriff der Medien stattgefunden hat, auch dank dir, dass eigentlich zu jedem Medium auch etwas gehört, nämlich was uns heilt, das ist das Remedium, weil auf Französisch heißt das Heilmittel, Remède. Und genau dasselbe ist mir auch durch den Kopf gegangen, dank anderer Sprachen, die man lernt und wo man versteht, sich langsam einzudenken in ein neues Idiom etc., nämlich mit der Mediatisierung. Das ist der Prozess der Mediengenerierung, Rezeption und Produktion ist die Mediatisierung. Und die Mediatisierung ist nichts anderes als praktisch die Medienneuronen so einzusetzen, dass wir in einem Zustand der fast ewigen Dauer bis zum Absterben der Performance. Und da wir als Medien aus praktisch nichts, aus Spermium und Ei, oder, langsam wachsen und am Schluss dann wiederum zusammenzufallen zu einem Häufchen Sternenstaub, sind wir selber schon ein Medium. Deshalb ist natürlich die Mediatisierung alles, was wir verkörpern. Und es ist auch zugleich einfach
die Bewegung, der Auftritt, Performance ist ja auch der Auftritt, den wir haben als Kleinkind, sieht ja ähnlich aus wie dann, wenn wir im Alter nicht mehr laufen können, oder was ist der Mensch? Zunächst läuft er auf allen Vieren, dann auf Zweien und am Schluss auf Dreien, gell? Das heißt, wir sind ein Medium, das sich verändert, das anders läuft, das sich anders benimmt, das anders empfindet. Und somit ist eigentlich Assoziation nichts anderes als Performance des Denkens, um sich wohlzufühlen in der Fülle der Angebote von alles und noch viel mehr. Und wir machen nichts anderes als eine Assemblage von x Eindrücken jeden Tag. Zum Beispiel begegne ich mehr Autokühlerhauben als wie Menschen auf meinen Spaziergängen. Und das gibt mir zu denken, weil in letzter Zeit, die letzten 10 Jahre, haben sich die Kühlergestaltungen sehr verändert, nämlich sehr aggressiv. Und was ist der Fall? Alle wollen SUVs. Das heißt, die Frauen in den Vorstädten, die wollen sich nicht mehr bücken nach dem Einkauf, sondern sie wollen gemütlich die Einkaufskisten herausschieben können und sie wollen ein noch perfekteres Zuhause. Zu Hause, die Männer, die zur Arbeit fahren, sind am glücklichsten auf dem Heimweg, wenn sie commuten, also von zu Hause zur Arbeit fahren und zurück. Das ist oft der glücklichste Zustand, in dem sie sich in einer Kapsel, und die ist das Auto, aber das bewegt sich ja auch für sie. Das ist ja auch Performance und es ist auch ein Auftritt. Die Leute wollen aus dem großen Kastenwagen fast schon aussteigen, dann sind sie mehr. Sie wollen nicht aus dem Kleinen. Der Lamborghini wäre jetzt ein anderes Problem. Aber die Gesichter der Autos sind ja auch Mediatisierungen. Der Rolls-Royce hat ein wahnsinnig stolzes, fast griechische Tempel, oder wie Panofsky sagt, Anblick. Der Anblick ist wie der Eintritt in einen Tempel. Und jetzt mit den Elektroautos wird sich das Gesicht natürlich verändern, es wird wahrscheinlich liebenswürdiger werden. Und vielleicht begreifen die Leute auch, dass man halt mit kleineren Autos und so weiter dann nachher besser für die Natur sorgt. Also ich hoffe, da so ein bisschen den weiten Bogen gesponnen zu haben, weil wie man es ansieht, ist nur eine Assoziation unter vielen. Medien, die eine zentrale Position einnehmen, eben auch die Mediatisierung deinem Denken, sind ja eben die Künste der Zeit, also die zeitbasierten Medien, ja, weil sind sprachliche Ereignisse oder visuelle Ereignisse sind, sie ereignen sich nacheinander, sind faktisch mit gesprochen mit Lessing, zeitbasierte Künste. Ja? Das sind die bewegten Bilder, sei es im Film, sei es im Video, sei es im Computer. Hm? Also insofern versteckt sich in dem Begriff der Medien auch eine Zeitphilosophie. Ja? Und dadurch hast du auch schon Anfang erwähnt, die Spanne deines Denkens bis jetzt, das ist der zeitliche Begriff, und zwischen allem. Und hier muss ich sagen, das Wort alles durch das Wort noch viel mehr verwandelt sich ja dann auch von einem räumlichen Begriff in einen zeitlichen Begriff, den man sehr gut nachweisen kann durch die Zahl, weil ich kann immer wieder eine neue Zahl einer Zahl hinzugeben. Das heißt, die Zahlenketten sind unendlich. Ja? Und deswegen hat auch der große Mathematiker Georg Cantor in seinem heroischen Versuch mit der Mengenlehre versucht, sozusagen das Unendliche vom Philosophischen, ja, etwas wagen, ja, in eine zählbare, berechenbare Variable Größe zu verwandeln. Ne? Das heißt, alles und von mehr ist eigentlich ein anderes Wort wie unendlich. Und die Zeichen fließen ununterbrochen, ja, und die Bilder laufen ununterbrochen, und das tendiert zum Unendlichen, eben alles noch viel mehr. Auf jede Zahl kann ich noch eine Zahl draufgeben. Also es gibt ihm dann überabzählbare Zahlen. Und deshalb hast du das eingeführte Begriff, irgendwann muss man das stoppen, die Arretierung. Ja. Und aus dieser Arretierung ergibt sich dann vielleicht das Jetzt. Was hat für dich die Bedeutung eben diese Sucht, dass die Zeit und die Dauer, ja, auf die, bis die Zeit ins Unendliche geht, dass er sagt, es muss mal gestoppt werden? Das ist ja auch das Wort jetzt. Ja, mein allererster Text, den ich geschrieben habe, zu dem ich auch heute noch stehe, heißt ja jetzt. Und dann habe ich 10 Jahre lang eine Momenttheorie entwickelt, dazu auch Texte geschrieben. Man kann den Moment ein Buch von dir heißt auch Momente, ein Buch von dir heißt Momente, ne? Naja,
Genau, die Sammlung dieser Texte. Und Ja. genau das ist der springende Punkt. Wir können dem zeitlichen Druck nicht entkommen. Und das Arretieren erinnert mich auch, wie man sagt, wenn man reitet, Arret oder Französisch. Das ist eine kleine Zurechtrückung von etwas. Man kann ja auch etwas verbessern. Das ist ja nicht schon definitiv. Oder beim Fechten gibt es auch ein Arret, ein Stopp. Und wir müssen irgendwie, weil der Zeitfluss immer weitergeht, müssen wir auch etwas, sagen wir mal, für eine kurze Zeit fixieren können. Wir haben dann eine Lust, etwas länger ansehen zu können. Und genau das ist das Zentrum des Problems der Mindart, dass die Mindart im Moment, du kannst im Moment Kunst erkennen, wenn du geübt bist. Normalerweise braucht man 3 Sekunden im Museum, um ein Bild gesehen zu haben. Aber es ist total arretiert, es hängt. Jetzt ist eine Sache hochinteressant in der Schweiz, da ich hier lebe, stelle ich fest, dass Kunst nur Kunst ist, die total arretiert ist. Das heißt, es gibt, wie die Franzosen sagen, den Peintre und den Sculpteur. Die kennen keine anderen Begriffe für Künstler. Ist doch hochinteressant. Und die Medien haben diese beiden Begriffe total verflüssigt. Es gibt Fotos, es gibt Videos, weiß ich was alles, Installationen. Und das Interessante daran ist, dass ohne einen Stopp es keine Bewegung gibt. Du kannst nicht endlos dich bewegen. Du kannst nur scheinbar stoppen. Und die Kunst ist auch nur scheinbar gestoppt. Und deshalb bin ich auch ein Fan von Medienkunst, von der ersten Minute an, auch von Herrn Peter Weibel, dem ersten Medienpoeten, weil er begriffen hat, dass die Zeitdauer für einen Moment arretiert sehr schön sein kann und der Moment sein kann, der auch Kunst ist. Also haben wir das Problem gelöst, Wissen, Assoziationen und Arretierungen, dass wir nämlich dauerhaft in Performance sind. Natürlich nicht immer ein Auftritt, der Star-Auftritt meint, wie es Warhol sehr schön relativiert wiederum. Und dass wir selber Performer sind, jeder ist sein eigener Performer in einer Szene. Wir können uns nicht in einer Szene bewegen, weil die Szene uns erkennt und wir sie dank ihr erkennen, wie man denken muss. Nehmen wir nur ein Beispiel, die französische Philosophenszene, in den 60er, 70er Jahren, 80er, war ja weltberühmt, oder? Da hat jeder jeden gekannt. Der Foucault war anders als der Derrida oder unser Freund Baudrillard etc. Lacan war am Anfang, Lévi-Strauss. Das hat man da auch differenziert mit Strukturalismus, Poststrukturalismus etc. Paul Virilio, der Geschwindigkeitstheoretiker, der eigentlich Architekt war, ist auch interessant. Ein Architekt sagt, rasender Stillstand, einer der schönsten Termini, oder sagen wir grotesk, eine Groteskopplung, die ich kenne. Ich beneide den Kerl um diesen Terminus, so rasender Stillstand. Darin sind wir. Wir sind im rasenden Stillstand. Und deshalb müssen wir arbeiten und arretieren können und eben assoziieren viele, weil wir viele Eindrücke haben, viele Eindrücke verarbeiten können. Und ich meine, wenn ich einen kenne, ich darf das sagen, der Meister der Geschwindigkeit, der bist ja du. Und du bist auch der Meister der letzten Sekunde. Das heißt, du machst aus der Minute noch so viele Sekunden, dass du bis zur allerletzten Sekunde warten kannst. Das macht die Leute natürlich nervös. Das heißt auch, ich denke, ich bin auf diese Begriffe erst dank 50, 60 Jahren Entwicklung gekommen. Und der Ursprung, wirklich der Ursprung meines Medienbegriffs ist der Ton. Der Ton ist das Erste, was wir im Mutterleib hören, nämlich mit 4 Monaten ist die Cochlea ausgebildet. Das ist also das erste Medium, von dem man körperlich von Medien sprechen kann. Und das war ein Konzert im Olympia in Paris von den Shadows.
die haben diesen genau wichtigen Moment getroffen, den ich ein Jahr später in Soho in London erleben durfte, nämlich der Elektrogitarre, die so laut ist, dass sie dich umhüllt. Du bist in einem Universum plötzlich. Und die Shadows mit den einfachen Melodien, so Apache, oder? Das hat mich so elektrifiziert, dass ich sogar eine Gitarre kaufte und dann nachher gesungen habe, auch ein Jahrzehnt lang. Was ja leider genügt für nichts Spezielles war, aber das ist auch ein Medium, ein Instrument, eine Gitarre. Und das wurde ja zum wichtigsten Instrument eine Zeit lang. Heute ist es vielleicht ein Synthesizer, who knows. Aber es geht gar nicht ohne Medium und wir sind das Medium. Und wenn Keith Richards die Gitarre spielt und dann nachher Chuck Berry ihn sogar kontrolliert und kritisiert, er hätte das Riff nicht richtig gemacht, ist das ja lustig, dann hat ja das Medium gesprochen und nicht mehr der Keith Richards, weil der Chuck Berry ihn sehr gut verstanden hat. Und ich denke, diese Umbruchzeit, also 50er Jahre, 60er Jahre, sind tatsächlich der Breathing Ground von den 70er Jahren, in denen ich beginnen durfte, meine Ideen irgendwie zu realisieren, immer in verschiedenen Medien. Ich habe immer etwa 5, 6, 7, 8 Jahre von einem Medium gelebt. Das war zunächst mal eine Zeitschrift, der Löwe, dann waren es Radiosendungen, die waren so komplex, dass der Chef, der mir diese Sendestunden vermittelte, gesagt hat, es kommt billiger, die Tonbänder zu verschicken an diese 30.000 Leute, die deine Sendung hören, als wie die Sender den Strom laufen zu lassen. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist fertig mit Radiosendungen. Und dann ging es zu Video und so weiter. Und am Schluss ist auch das ganze Taschenbuchsystem zusammengebrochen, weil niemand mehr gelesen hat. Dann nachher noch die DVDs, weil niemand mehr DVDs gekauft hat. Und jetzt sind wir im freien Diskurs von Zoom und eine der besten Arbeiten eines Zero-Künstlers, interessanterweise, von Christian Wegger, die mich sehr beeindruckt hat damals. In den 60er Jahren hat er einen Zoom gebaut, der wahnsinnig groß war. Ich dachte, das ist jetzt toll. Ein Spiegel, der mich schluckt und auswirft. Also nicht nur Spiegel, sondern er hat schon den Medien, also praktisch das Monitorstadion begriffen, nachdem Lacan ja heute mit dem Spiegelstadion einpacken kann, als psychoanalytisch sinnvoller Begriff. Ich will auch sagen, Christian Legert, ein Freund von dir aus Berner Jahren, ja, der auch lange Zeit, glaube ich, in Bern gewirkt hat, ja, ist tatsächlich ein Künstler, dessen größeren Rang man erst langsam erkennen wird, weil er eben mit dem Spiegel und mit dem Spiel, was er gemacht hat, war schon eine Reflexion in den Medien und so weiter. Ne? Du hast vorhin erwähnt auch Virilio, der hat auch die Wissenschaft gemacht, der Tromologie, der Geschwindigkeit. Ja? Und dann hast du auch publiziert einen weiteren Philosophen der Zeit, nämlich Otto Rössler, ja, der ja sich selbst nennt, er beschäftigt mit der Philosophie des Jetzt, genauso wie du. Also ich würde sagen, du und Rössler und auch Virilio sind die Philosophen über die Zeit, über die Dauer, ja, über das Jetzt. Und das ist ja etwas, was du immer gemacht hast. Du hast Philosophen, die deine Gedanken oder schiffst deine Gedanken näher sind, hast ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Gedanken zu publizieren. Du hast vorhin sehr schön aufgezählt, das, was ich die bewundere, und in der Schweiz finde ich das einzigartig. Also ich kenne niemanden in der Schweiz, auch kaum jemanden in Deutschland und Österreich, der eben als Publizist ja, so vielfältig und so nachhaltig aufgetreten ist. Du hast, wie gesagt, Radiosendungen gemacht, ja, mit bedeutenden Künstlern und also wirklich eine große Sammlung von bedeutenden Künstlern und Philosophen. Du hast gemacht Fernsehsendungen, ja, wunderbare Fernsehsendungen, Videosendungen. Da hast du gemacht DVDs, da hast du gemacht CD-ROMs, ja, da hast du Zeitschrift gemacht in der Löwe. Also in allen Facetten, was ich vorher genannt habe, als öffentlicher Intellektueller bist du aufgetreten. Ne? Also als Publizist mit Büchern, als Publizist von Magazinen, von Zeitungen, ne? Als Radiomoderator, als Radiopublizist, als Fernsehpublizist und so weiter. Ne? Und du meinst heute, das ist meine Frage, diese Rolle als Publizist in allen Medien,
Es ist heute nicht mehr möglich, hast du schon angedeutet. Ja, heute sind wir natürlich Singularitäten, so wie der Begriff auch in der Physik verwendet wird. Es sind einmalige Oder Situationen. verreckt, also der Gesellschaft der Singularitäten, genau. Ja. Ja, Reckwitz zum Beispiel, ich habe schon lange vorher diesen Genau. Begriff für mich so Ja. gebraucht, weil wir immer vereinzelter sind. Und jetzt erst recht, jetzt werden wir doch zwangsarretiert, würde ich sagen, notwendigerweise. Und diese Singularität hat aber eine Chance, nämlich wenn sie erkennt, dass sie aus Millionen Singularitäten besteht. Die Sprache, jedes einzelne Wort, ich habe kein einziges Wort erfunden, zum Beispiel. Ich wüsste nicht, was. Also man vollzieht immer irgendwie so ein Wort mit Vor- und Nachher, etc. oder wie es beginnt, wie es endet. Aber eigentlich, wenn wir erkennen, dass wir nur als Rezipienten, Produzenten sein können, weil wir aus x Bausteinen bestehen, dann nachher merken wir, dass wir wahnsinnig viel sind und trotzdem eine kompakte Masse bilden, die für eine gewisse Zeit funktioniert, auf jeden Fall, und zufrieden ist und zu essen bekommt, etc., Gott sei Dank. Also es müssen schon einige Dinge auch erfüllt sein, dass man sich so Gedanken machen kann. Und wenn man so heute globales Denken pflegt, und ich war kürzlich geschrieben habe, eben, man wüsste eigentlich schon seit den 60er Jahren, bestimmt seit dem Club of Rome, dass wir down to earth denken müssen oder hätten blicken müssen, was wir getan hätten, ja, von dem ersten Satellitenfoto aus gesehen von Apollo. Also danach ist es klar, dass wir die Vielfalt des Erkennen-Könnens in puncto Natur genauso pflegen könnten, weil wir die bis jetzt fast total abgestellt haben zugunsten des Begriffs Profit. Das heißt, Natur war Profit. Wenn man denkt, dass England als Weltreich nur möglich war dank der Kohle, dank der Dampfmaschine etc. und dass Amerika nur möglich war, als eine Weltmacht gewesen zu sein, dank des Erdöls, weil man damit Panzer, Flugzeuge, weiß ich was alles betreiben konnte, was ja mit Kohle nicht gegangen wäre, dann ist meines Erachtens die neue Energie, die wir brauchen, ist Denkstoff. Und der Denkstoff, der ist in idealer Weise nichts anderes als Mindart. Und Mindart steht jedem praktisch gratis zur Verfügung. Denn die Assoziationen sich anzusehen oder anzueignen, kostet eigentlich nichts. Und somit ist der Kreis geschlossen, dass die Medien sich auflösen, um wieder neu mediatisiert zu erscheinen. Und das ist transmedial. Wir selber sind ein Transmedium, stehen vor dem Ende. Wenn wir noch einige Jahre leben, sind wir noch glücklich. Und wir sind glücklich, dass wir geboren sind, weil wir uns selber in einer Szene irgendwie doch haben, auch durch unsere Arbeit ausdrücken können, die vielleicht anderen Freude und Mind-Opening und Free Spirit gegeben Ich haben. würde noch, bevor ich auf zwei, drei Schlussfragen einschwenke, dich bitten, dass du kurz schilderst diese großartige Serie von Publikationen, die du gemacht hast, mit allen deutschen und französischen Philosophen, auch mit Niklas Luhmann. Wie ist das gelungen, ja, diese mit der damaligen Theoriestase, ja, nach Bern zu bringen? Das ist die eine Frage. Das zweite auch, dass du ein bisschen sprichst, wie sehr früh du schon eben mit der Zeitschrift Der Löwe oder Schluss die Löwin eben sehr früh Themen, viel früher wie andere Themen und Künstler vorgestellt hast. Und drittens haben wir dann auch gemeinsam, ja, du in Bern und ich in Frankfurt, Institut für Medien, auch sehr wichtige Publikationen gemacht, zum Beispiel Feminismus und Medien. Das war ja auch 30 Jahre, bevor heute sozusagen, ja, diese Debatten den Mainstream erreicht haben. Also die drei Punkte würde ich dich bitten, kurz zu schildern, was du da gemacht hast. Also, es ist schon interessant. Die erste Performance, die ich gemacht habe, hieß Massage. Und da ließ ich mich von einer professionellen Masseurin, ließ ich mich massieren, also den Rücken.
Und da habe ich einen Text dazu geschrieben für eine Schauspielerin oder einen Schauspieler. Die haben den gelesen und während der Dauer dieses Textes hat die mich massiert, bis ich also krebsrot war. Und der hieß, das Medium ist Massage. Das heißt, das war das Einklinken bei Marshall McLuhan, der doch der verspielteste Medientheoretiker ist, auf jeden Fall anders als Theodor Wiesengrund Adorno. Und durch diesen Kontakt, also zu dieser Massage, da kam ich via Herbert Distel, der damals ein großer Proklamateur seiner Kunst war, auch sehr interessant und ein großer Aktivist, würde ich sagen. Und der war befreundet wiederum mit Eberhard Kornfeld und dessen Ex-Frau Kornfeld. Die hatte Geld und die sagte, sie würde gern etwas unterstützen, weil ich sagte, ich würde gerne eine Zeitschrift machen. Das wäre doch dynamisch. Dann hat die also 3 Jahre lang den Löwen bezahlt und das hat fantastisch geklappt. Und nach diesen 3 Jahren dann war es so weit, dass ich dachte, Adelina von Fürstenberg macht eine Ausstellung Videokunst 76 in Genf, die so brillant war, dass ich dachte, ich möchte auch etwas zu Kunst machen, wo man noch nicht denkt, das ist Kunst. Und da kam in Sinn instantan, ah, Polaroid. Ich mache eine Polaroid-Kunstausstellung. Das war ja einfach, mit 15 Künstlern oder was das waren, diese kleinen Dinge auszustellen. Die ging auch wirklich nach Genf, nach Paris und nach Frankfurt als Ausstellung. Das Sofortbild Polaroid, da haben wir schon das Problem der Zeit, oder? Dann nachher, aus diesem In Ordnung, in heraus, Ordnung. hat sich entwickelt dann, dass ich doch ein paar Sachen gemacht habe und den Radiosendungen, dass ich mit dem Kunstmuseum Bern in Kontakt kam. Die dachten, das ist interessant. Dann habe ich gesagt, also ich würde schon sehr gerne also weiterhin so etwas machen wie den Löwen, aber den nannte ich schon eine kulturphilosophische Zeitschrift, um nicht eine Kunstzeitschrift zu sagen. Und deshalb der Löwe als Symbol der Stärke, der Schönheit, weiß ich was. Und dann lernte ich so die Leute von der Kunsthalle, vom Kunstmuseum kennen, sodass ich die beide überreden konnte, also Joël Bernmartin und Hans-Christoph Fontanel, alles und noch viel mehr zu investieren. Und alles und noch viel mehr bekam als Auftrag dann der Herausgeber des Bentley, also der Chef vom Bentley Verlag. Und da konnte ich wirklich 3 Jahre lang für 20.000 Franken in x Städte und dort in Szenen hineingehen, um mich umzusehen, was Kunst ist. Und das ist eben dieser ganz offene Kunstbegriff, das ist nicht nur Malerei und Skulptur, sondern das waren alle 83, Leute. das war 83, 84, ne, die Das war Ausstellung. 83, 84, 85 war die Ausstellung. Und aus dem heraus kam mein Verlangen jetzt, die interessantesten DenkerInnen einzuladen, weil die ja nicht ausgestellt werden konnten. Ich habe zwar auch Leute eingeladen dort für Vorträge, aber mir schien, das fehlt in der Schweiz, ein Diskurs der Gedanken. Und da muss ich noch mal einfließen lassen, dass in der Schweiz gibt es praktisch keinen Medienkunstsammler, weil das für die keine Kunst ist, weil das ja Zeitkünste sind. Also sammeln alle Skulpturen oder Malerei. Und gibt es keine Medienkunst, die wirklich florieren könnte. Und aus dem heraus wiederum konnte ich dann wirklich jahrelang wieder auf dem Gebäude der Direktheit, ich habe alle Leute direkt angeschrieben in ihrer Sprache, weiß ich was, oder telefoniert und konnte alle überreden, nach Bern zu kommen, im Kinosaal oder im Schweizer Hof, sehr luxuriös, dann ihre Vorträge zu halten. Und das hat sich dann so entwickelt, dass sie in dem Moment, als es ein ZKM gab, das dort auch feinfühlig war, dass ich mit dir ja noch Sammelbände machen konnte, wo wir früher schon begonnen hatten damit und danach eben auch Videoeditionen. Also siehst, es ist nichts anderes als mit Leuten reden, die man überzeugen kann, dass sie ihr Geld in Gescheiteres investieren könnten als in irgendeinen Blödsinn, in Kunst, in Gedanken.
Und das ist auch eine Basis der Mindart, dass ich Vertrauen hatte, ja, Rezeption und Produktion gehören so nahtlos zusammen, dass uns das performativ in einer Szene zusammen glücklich macht, weil wenn du verstehst, was ich sage und ich verstehen kann, was du sagst, haben wir immerhin eine ganz schöne Assoziation erreicht und müssen wahrscheinlich dann auch mal arretieren, indem die Sendung oder hier dieses Gespräch zu Ende gehen sollte. Noch nicht ganz, ja. Aber bald werden wir arretieren. Du hast einmal ein tolles Projekt vorgehabt und ich hoffe, dass du noch eines Tages die Zeit finden wirst, dass, wenn ich mich richtig erinnere, hast du das Projekt so formuliert: Wir haben jetzt 100 Jahre 2000. Und was sind die 100 wichtigsten Gedanken? Und jeder Gedanke oder jede Erfindung bekommt zwei Seiten. Also man hat dann ein Buch von 100 Erfindungen und 100 Gedanken. Was glaubst du, sind deine wichtigsten, was würdest du selbst in dieses Buch hineingeben? Ja? Was ist dein wichtigster Erfindung und dein wichtigster Gedanke? Schwere Frage. Ne? Vielleicht effektiv das Jetzt zu definieren als ein Akt der Mediatisierung im Performance-Status, in dem wir sowieso sind, und sagen zu können, dass da bin ich jetzt so glücklich, dass ich wie in einem gehobenen körperlichen Zustand mich befinde. Also fast in der Ekstase, aber der mentalen Ekstase. Und das ist vielleicht die Mediatisierung. Okay, das wäre faktisch bei dieser Liste der 100 wichtigsten Gedanken im 20. Jahrhundert, würdest du das selbst wählen. Sehr gut. Ja, okay. Nicht überlegt. Okay. Nur gesprochen. Dann, okay, aber immerhin. Okay. Ja. Also realisiert und verbalisiert. Okay. Bevor ich jetzt dann noch die letzte Frage stelle, nämlich was die Ausstellung betrifft, also würdest du sagen, wir haben es schon zweimal besprochen, diese glorreiche Phase, ja, des öffentlichen Intellektuellen, so wie du sie verkörpert hast, als Publizist, als Autor, als Künstler, als Kurator, als Ausstellungsmacher, du hast ja alle Gebiete, also wie es ein wirklich moderner Künstler machen sollte. Ein moderner Künstler sollte ja nicht nur Sklave sein des Galeriesystems oder des Museumssystems, sondern moderner Künstler nimmt ja zum Teil diese Aufgabe selbst in der Hand. Ja. Er kann schreiben, er kann über seine Kunst schreiben, er kann über die Kunst anderer Leute schreiben. Ne. Er kann Ausstellungen machen mit sich selber, mit anderen Leuten. Ne. Also verkörpert in dem Sinne einen wirklich postmodernen oder supermoderner Künstler. Ne? Du hast Kunst gemacht, du hast Ausstellung gemacht, du hast Ausstellung kuratiert, du hast Kataloge gemacht, Bücher über deine eigenen Theorien, Bücher über die Theorien anderer Leute, ne? Also auch hier kuratiert. Und diese gloriose Phase des öffentlichen Intellektuellen, ist die jetzt anders oder ist die vorbei? Ne? Ich habe vor kurzem, also vor einiger Zeit gelesen, ein Interview, von dem wir hochwerten, Alpers, der Kunsthistoriker Alpers, der diese Bücher gemacht hat über Rembrandt und so weiter. Und die hat gesagt, die Art von Kunstgeschichte, wie sie sie gemacht hat, ja, oder wie Hans Beltig und andere, also 100, 2000, diese Art von Kunstgeschichte ist vorbei. Ja. Siehst du das ein ähnliches Verdikt, ein düsteres für die Rolle des Intellektuellen, oder bist du da optimistischer? Also, ich habe so gut mit meinem System, dass ich nicht wusste, dass es ein System ist, weil ich erst jetzt dahinter kam, wenn ich einen Rückblick machen kann, es hat sich eigentlich ganz gut ineinander gefügt. Ich glaube, es wird viel mehr, wie ich es nenne, Universalisten geben. Ich habe einmal ein Foto machen lassen von mir in einem Kircheneingang in New York, da hieß Universalist groß und in x Sprachen Universalist. Ich meine das nicht romantisch, den romantischen blaue Blumen-Universalismus, sondern ich meine, dass man all diese Anzapfungen, so wie bei der Quake, oder? Die haben auch x Tentakel oder sagen wir Saugnäpfe auf jeden Fall. Das heißt, die Leute, wenn sie merken, wie vielgestaltig sie sind und dass es nicht mehr einen Beruf geben muss, der einem den Halt gibt im Leben, der eine Beruf, man ist Tischler, man ist weiß ich was, Automechaniker etc., sondern vom Geist her gesehen so offen, dass man all das auch sein könnte, aber wir kommen jetzt im Vergleich zu der damaligen Zeit, wo es einfach einige Superstars an Denkern gab,
kamen so viele Namen in den Sinn durch meine Lektüre der totalen Offenheit, dass ich fast nicht mehr wüsste, wen ich einladen sollte, um einen Vortrag zu halten, weil es so viele gute Leute gibt. Das heißt, das Angebot wird immer größer und je größer das Angebot ist, umso reichhaltiger ist die Auswahl. Und ich kann meinem Geschmack, der vielleicht spezifisch ist, aber nicht identisch, sondern halt momentan spezifisch, dann Genüge tun, indem ich etwas auswähle, was ich denke, so gut habe ich das noch nie gegessen, um das jetzt auf der Ebene des Essens zu bringen, dass ich einfach baff bin. Ich gehe einmal im Jahr bestimmt in ein teures Lokal zu einem wunderbaren Koch und bin jedes Mal absolut glücklich, dass der aus diesen Dingen so eine wunderbare Speise machen kann. Also das, was zusammenkommt. Das sind auch Assoziationen, die ich dann habe. Und es, am Schluss ist es leider so, dass ich arretieren muss, weil ich genug habe, weil das der normale Rhythmus des Lebens ist. Man wacht auf, man bewegt sich, man geht wieder schlafen und isst. Das gehört dazu. Also je mehr man in diesem wunderbaren, offenen, weiten, unendlichen Feld sich bewegen kann, durch Eindrücke wiederum erregen lassen kann, das möchte ich allen Menschen gönnen, jedem. Leider sind die meisten gezwungen, sich nur auf das Notwendigste zu reduzieren. Das müssen wir ja auch. Aber ich glaube, der Geist, der beflügelt uns, es sind eben die Medienneuronen, Peter. Möchte ich heute so gelernt haben. Jetzt möchte ich am Schluss auf die Ausstellung zurückkommen, die Clara Runge und ich gemeinsam mit dir gemacht haben. Man sieht dort, wir fangen mit einer einfachen Sache an, zwei Arbeiten, die wir mit ZCAM mit dir publiziert haben, die CD Am Nerv der Zeit, ja, eine Sammlung deiner Interviews, ja, also mit bedeutenden Künstlern und Philosophen. Dann sehen wir eine DVD, Reality-Check, mit deinen Fernseharbeiten und Videoarbeiten. Was bedeutet der Begriff für dich Reality-Check? Ja, das ist eben so eine komplexe Sache. Da hast du mich sogar eigentlich draufgebracht, weil Realität auf Deutsch auch Wirklichkeit genannt werden kann. Und ich sprach von Realität, wirkliche Realität, oder? Das fand ich so ein Gag, das ist, hebt sich selber auf. Und das gab mir sehr zu denken, dass es eben im Englischen kein Wort für Wirklichkeit gibt. Also das, was wirkt, der Wirkstoff und so weiter. Und der Check ist der Bodycheck. Man geht ja immer wieder zum Arzt und man muss gucken, dass man beieinander ist. Und da fand ich, der wahre Check, den man machen kann, ist der mentale Check. Oder eine Krankheit, ich kann ja den Arzt belügen oder der Arzt kann mich belügen, etc. Wie es da, wo tatsächlich der Hase im Pfeffer liegt, das ist der Reality-Check. Also das ist die tatsächliche Wahrheit, obwohl es sie nicht gibt, aber es ist tatsächlich so, wie es ist. Dann ist das der Check von der Realität, die ich auch dann eher Wirklichkeit nennen würde auf Deutsch. Darum habe ich es auch auf Englisch gemacht, weil Englisch hilft uns mit der Einfachheit von oft einem Begriff, der einiges sehr gut auf den Punkt bringt. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass ich kürzlich gelesen hatte, einen Artikel von einem Mann, der ein Betrüger ist, und ein Superreicher, der heißt Stunt. Und dann war in dem Artikel, im GQ übrigens, so eine Männerzeitschrift, was liest man nicht alles, gell? Und dann nachher steht dort, ja, Stunt in Klammer Trick. Ich habe noch nie bei Stunt an einen Trick gedacht, sondern der Begriff war so groß, ja, einer, der wagt, hinunterzuspringen und der sich nicht verletzt. Dass das aber Trick heißt, hat mir ausgezeichnet gefallen, weil ich dann dahinter komme, assoziativ, ein riesiges Plakat gesehen habe in Innsbruck, da stand Tricks daraus. Eine große Ausstellung von unserem Freund Thomas Feuerstein. Jetzt habe ich ihm gestern telefoniert, da war nicht da auf Band, gesagt, weißt du, was Stunt auf Deutsch heißt? Und ich habe noch keine Antwort. Ich habe dann im Lexikon nachgeschaut
ob es dann tatsächlich Trick heißt. Und es heißt Trick. Also es war nicht etwa so eine Fehlübersetzung. Das gefällt mir ausgezeichnet. Eigentlich sind wir alle Stunt-Menschen. Wir müssen in der Wirrnis der Zeiten irgendwie immer Trick finden, wie wir heil aus dem Schlamassel kommen. Für das wir vielleicht überhaupt nichts können, das wir aber sicher in den meisten Fällen nicht verursacht haben. Also ist Trickster schon auch ein schöner Begriff für Mediatisierung vielleicht, für Performance und so weiter. Es gibt immer viele Begriffe. Und die Assoziation, die mir jetzt so gefällt, ist, dass ich nicht wusste, dass Stunt Trick heißt. Was erwartet uns den Besucher unter dem Titel Meine Zeitung? Es ist interessant, dass immer beim Tod von einem Medium kriegt sie oft noch so einen letzten Gnadenschuss. Gell? Und das Zeitungswesen ist ja wirklich seit Jahren so am Zerbröseln. Es tut einem auch leid, die Journalisten, all das. Und es wandert ab praktisch ins Internet oder die Meinungsmache. Und jetzt läuft sie parallel. Aber das Schöne an einer Zeitung ist, dass man die Hände noch einen Begriff haben, gell? Dass man sie öffnen kann. Und ich lese jede Woche die Zeit. Es ist immer irgendwie auch ein Zwang, dieses Riesenteil da zu öffnen und vor allem die Seiten rauszureißen, die man da nachher liest, weil man die Zeit dazu hat. Und mir kam vor, dass all diese Medien jetzt in einem Medium wiederum eine Arretierung finden können. Und das ist die Zeitung, weil wir in der Zeitung auf einen Blick sehr viel sehen können. Was wir ja im Nacheinander des Handys nicht so gut können, das ist dann einfach immer ein Film eigentlich. Aber da ist es ja auch doch noch statisch, dass ich mich konzentrieren kann. Ich kann mir also selber wählen, wo ich jetzt was lese. Es ist ein Display, im besten Sinne ein Display, weil ein Display ist ja eigentlich nichts anderes als eine Werbeauslage, also ein geschicktes mir näherbringen von Informationen. Und dann schien mir, dass in dieser Fülle von einzelnen sehr vielfältig gestalteten oder viel Information enthaltenden Arbeiten in einer Arretierung von einem Bild zum Beispiel, dass da braucht man doch ein bisschen Ruhe und da sollte das Bild nicht gleich verschwinden. Und es ist nicht der Strom, also der Grid, der mich treibt, online zu sein. Somit ist die Zeitung ein wunderbares künstlerisches Mittel für eine Mitteilung auch. Und sie ist sehr billig, zum Beispiel in diesem Fall gratis, und regt den Rezipienten vielleicht an, selber Produzent von Gedanken zu werden, weil ich ihm ja, respektive du, wenn du die bezahlst, die dem schenken, die Zeitung. Und dann kann man natürlich, man ist ja nicht blöd und weiß ganz genau, dass das Handy immer dominanter werden wird, also nicht mehr als iPhone. Also sprechen tut mir gar nicht mehr so viel nach dem Handy, sondern als weiß ich was, Information von etwas, als Geld sogar. Dann nachher ist die Zeitung zwar da und gibt mir eine Information, aber ich kann am Handy jede einzelne Seite, die in der Zeitung zu klein gedruckt wäre, kann ich total vergrößern, kann ich projizieren. Es ist ein Transmedium. Ich verstehe die Zeitung jetzt als Transmedium im idealen Sinn. Ich habe noch was in der Hand und ich kann mir einen Begriff von den Arbeiten machen, die der Typ da zeigt und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ich habe Informationen in der Hand. Mir gefällt das Projekt deswegen gut, weil es steht in der Tradition der Künstlerzeitung. Yves Klein hat schon gemacht eine eigene Zeitung, die Dimanche. Ja. Dann Konrad Beyer hat eine eigene Konrad-Beyer-Zeitung entworfen. Ja. Dann der Basan Brock hat gemacht eine Zeitung, wo jedes Wort, das Wort Blumst ersetzt wurde. Ja. Und warte mal, wer hat noch eine eigene Zeit? Achleitner.
Genau. Also, und jetzt kommt deine Zeitung. Was lesen und sehen die Leute in meine Zeitung vom Lischke? Was lesen und sehen sie da? Da sehen Sie zum ersten Mal, wenn Sie die ganze Zeitung aufgeschlagen haben, einen riesigen grünen Rahmen. Das ist natürlich, wie ich das interpretiere, das hat zwar der Grafiker gemacht, die Farbe, weil ich lasse ihm da alle Freiheit, muss so sein. Das ist natürlich das Fußballfeld. Auf dem Fußballfeld rollt das Leder und das ist ja das wichtigste völkerverbindende Spiel weltweit mittlerweile, der Fußball. Man sieht, wie die Leute gelitten haben, wenn sie nicht zum Match gehen können. Also, jetzt habe ich dort drauf von einem ganzen Jahr sämtliche wichtigen Themen, Titel und Thesen drauf vereint, die mir ins Auge gestochen sind und habe die akribisch jeden Tag auf eine Wand, wo das große gepinnt war, aufgeschrieben, um ein ganzes Jahr den Geist der Zeit einzufangen, den Zeitgeist. Und wenn man das liest, hat man jetzt Arretiert, natürlich arretiert, arretiert. X, ja, Du hast den hat Zeitgeist, man hast du X arretiert. Assoziation. Wie? Also, na, du hast den Zeitgeist arretiert. Genau. Und das gefällt, es ist eine Kristallisation, wie sie in der Natur auch vorkommt, bei so wunderbaren Bergkristallen. Und dann wird man selber natürlich, wird man zum Kreateur von Querverbindungen. Das geht jetzt wirklich kreuz und quer durcheinander, oben und unten, links und rechts, ist immer wieder irgendein Wort. Und die neueste Ausgabe, die bei mir da an der Wand hängt, die wird bald fertig sein. Da habe ich noch jetzt speziell dick und dünn und so weiter, also Betonungen, so dass man sich eigentlich wie in einem See von Gedanken, dass man in dem baden kann. Genau. Ein wohliges, nicht zu heißes Bad oder eine Dusche. Eine Gehirndusche. Ja. Dann gibt es noch eine super große Postkarte. Ja, was ist auf der zu sehen? Super große, Die Postkarte, ja, was ja, ist auf also der zu sehen? normale Postkarte, Ja, ja. ja. Ein Ja, bisschen. das ist ja, der Zufall bringt ja auch viel. Ich sammle seit den 90er Jahren Sprüche. Und ein Spruch kommt dir nur in den Sinn, wenn er dir in den Sinn kommt. Du kannst nicht hinsitzen, du kannst auch keinen Witz schreiben, gell? Ein Spruch eigentlich auch nicht. Und die habe ich mal gesammelt. Die sehen wir auf der Zeitung zum Beispiel, die Sprüche von 1990 bis 2012. Jetzt in letzter Zeit sind die aber hinterhältiger. Zum Beispiel morgens um 9, so im Halbschlaf, kommt mir etwas in den Sinn. Und danach muss ich aber sofort aufspringen und das notieren. Weil sonst der Hiatus, der in diesem entsprechenden Ding drin ist, verloren geht. Also es gibt ganz einfache, zum Beispiel Beziehungen werden gezogen. Man denkt normalerweise bei der Beziehung nicht ans Ziehen von einem Seil oder weiß ich was, oder vom Kaugummi. Und das muss ich aber dann gleich aufschreiben, sonst ist er vorbei. Das heißt, ich wurde geschrieben. Meine Gedanken haben mir eine Idee gegeben, die im Grunde genommen paradox ist. Oder, meine Güte, kein jünger sein, als man alt ist. Ganz banaler ein Einfall. Aber er hat einen Reiz, weil alle immer jünger sein wollen. Also auf jeden Fall im Alter. In einem gewissen Alter möchte man ein bisschen älter sein. Aber normalerweise möchte man eine straffere Haut haben. Man möchte die ganze Zeit so ein Blödsinn. Also ich plädiere für das Normale. Ich hasse die Übertreibungen, die Fantastik, die leer und hohl ist. Ich möchte einfach ganz normal zufrieden sein. Nicht die ganze Zeit etwas müssen. Oder ich habe ein paar solche Einfälle und die hat der Grafiker einfach mit Farbe getüncht und die sind jetzt aber in der Zeitabfolge richtig. Das heißt, es steht genau die Uhrzeit und das Datum
Und wenn ich so einen Einfall habe, dann bin ich ganz glücklich. Aber dann denke ich, jetzt bin ich selber in mir, zu mir gekommen und das wäre dann Mind Art. Okay, und dann gibt es noch die Projektion, eine große Projektion, eben mit dem Titel Assoziationen. Da sehen wir, wie viele Fotos und aus welchem Zeitraum. Die Ja, Projektionen, wie viele Fotos sind das und aus es welchem sind genau Zeitraum? 33, so viele wie Jesus gelebt hat. Das ist ein bisschen komisch, der Vergleich. Aber Aus welchem Zeitraum? das ist genau von 1972. Und das ist wirklich ein Mix. Und es soll auch ein Mix sein, weil man kann vor jedem dieser Bilder, die sind jetzt nur 10 Sekunden jeweils, weil man kann ja am Handy die dann genau studieren. Die sind alle auch auf dem Handy und sind so einfach so etwas wie eine Tapete. Ich kann nur einen Vergleich bringen. In Göbekli Tepe, in Çatalhöyük, Entschuldigung, da haben doch die Leute ihre Häuser von oben her bestiegen, so via Leitern, und hatten immer eine weiße Wand, so wie ich sie hier auch habe. Und die haben dort mit Kohle am Abend haben die gezeichnet, was sie erlebt haben. Ist das nicht fantastisch? Und dann haben sie es wieder ausgelöscht. Und das bedeutet, dass schon die ersten, also in Häusern wohnenden Menschen, hatten schon das Bedürfnis, das draußen oder das Erlebnis zu zeigen, das sie hatten, also zu visualisieren. Und das Fernsehen oder heute begleitet uns, hat das Handy überall hin. Aber die allerersten Hände auf Wänden, an Höhlen, ich glaube, vielleicht kommt auch diese totale Mediatisierung für mich aus meinen etwa 50 Höhlenbesuchen, die ich abgelaufen bin, oder es ist oft recht mühsam, in Nordspanien, Südfrankreich vor allem, in der Dordogne. Diese Hände sind ja das erste Festhalten von etwas, von einem Begriff zu bekommen. Man hat einen Begriff von der Hand bekommen, wo die ja negativ normalerweise mit Drogenfarbe, mit einem Röhrchen gesprayt, das waren alles Sprayer, das muss man sich noch vorstellen, hat man das an die Wand gesprayt und bekam einen Begriff von einem Begriff, weil man wusste, hier ist die Wand. Und da war auch, wo sich der Kult, die Kultgemeinde getroffen hat. Und der Sound, zum Beispiel in Neo, ist so gewaltig, dass 9-1 nichts ist daneben, wie das echot und tut. Es muss fantastisch sein. Und dieses Vollends von etwas eingehüllt sein, denke ich, ist für den Geist, die Mindart, als alles eigentlich sogar Schmückendes oder auf den Punkt bringendes, Mitteilendes, dass wir drin sind. Man sagt ja auch Surfen zum Beispiel im Internet. Das ist auch Wasser. Das heißt, ich glaube, dass performativ, per und Form, eine Form finden, die sich wieder auflöst, durch neue Formen ergänzt, erweitert wird. Das ist das wunderbare Spiel, das wir mit dem Medienplay, also nicht mehr mit dem Sprachspiel von Wittgenstein, sondern mit dem Media Game, schwierig das zu übersetzen, dass das Medienspiel, du bist ja Medienpoet, dir kommt sicher noch ein guter Begriff in den Sinn, und dann bin ich dir Medienspiel dankbar, ist gut. dass du mir das sagst. Ja, Mediengame ist gut, sehr gut, Medienspiel. Mediagame, okay. Ja. Es Ja, ist eher ein Mediagame als ein genau. Kunstgame. Genau. Ein Mental Art. Also jetzt die letzte Frage. Du bist ja durch dein enormes kulturelles und intellektuelles Wirken in Bern, mit dem du ja Bern für einige Jahrzehnte gemacht hast, zum Paris der Schweiz oder zum Berlin der Schweiz oder zum neuen Athen, ja, bist du ja in Bern, wenn ich zu Gast war, glücklicherweise in Bern bei dir eingeladen, bist du ja in Bern sehr populär gewesen, ne, oder bist du sehr populär. Immer wenn wir gegangen sind, haben dich alle gegrüßt, also alle Leute auf der Straße haben dich gegrüßt, aber mit einem sehr merkwürdigen Namen. Und das werden jetzt auch unsere Zuschauer und Zuhörer nicht verstehen, weil alle haben mir gesagt, wenn sie dich gesehen haben, wie gesagt, du warst sehr populär, alle kannten dich und alle gesagt, ah, da kommt der Il Silenzio, der Schweigsame.
Wenn die jetzt aber zugehört haben, hat man nicht den Eindruck, du bist ein schweigsamer Intellektueller. Wie kommst du zu diesem Begriff? Das kommt natürlich von meinem, sagen wir mal, Hang, Italo-Western gesehen zu haben, weil die den Western auf eine ganz andere Ebene gehebt haben. Und jetzt mit dem 90. Geburtstag von Clint Eastwood, erst recht, gell, kann, darf man das ruhig erwähnen, weil es gab da einen Titel, der hieß Il Grande Silenzio. Und weil ich verhältnismäßig groß bin, 1,90, gut, ist heute jeder mal, gell, habe ich dann gesagt, ja, ich schweige auch gerne. Also ich finde Schweigen so wunderbar, weil ich viel, viel lese und dann muss man die Schnauze halten, gell? Und sonst, sobald ich aber draußen bin, weil ich viel lese, brauche ich dieses mich auflösen in den Leuten. Und dann habe ich extra als Gag selber von mir gesagt, übrigens, ich bin Il Grande Silenzio, gell? Halt's Maul. Also, danke für die Aufklärung, ja, und danke für das ganze Gespräch. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, in der analogen Welt, ja, nicht mehr wie jetzt in der virtuellen Ich Welt. hoffe sehr bald, Peter. Ja, also. Sag du mir mal, wenn es, also es wäre sehr schön, wenn es zur Finissage wäre. Ja, das sicher, Am das sicher. 26.07. Ja, Und gib okay, mir gute jetzt das Idee. Hotel, damit ich es dann auch Okay, habe. gute Idee, gute Idee. So machen wir Super. das, ja. Ich danke dir vielmals für Wie deine der Spiegel tollen immer Gedanken, sagt, wie der Spiegel Peter. immer sagt, wie der Spiegel immer sagt, wie danke für das Gespräch, Herr Lischka. Danke fürs Gespräch, lieber Peter.